Hallo und herzlich willkommen zu einem Review. Und zwar zum Formel 1 2013. Es kam gestern raus. Ich wollte mir erstmal einen Tag Ruhe gönnen, mir das Spiel in Ruhe ansehen und euch dann jetzt einen schönen kleinen Bericht darüber liefern. Ich bin ja eigentlich kein Rennspielkanal, aber ich hatte einfach extrem Bock auf Formel 1 und hab's mir dann auch mal geholt. Übrigens mein Tipp, bei mmoga.de bekommt ihr das ganze Spiel für 23 Euro und nicht für 55 Euro wie bei Steam. Zumindest sind das die aktuellen Preise gewesen. Ja, wir haben ja eigentlich ein sehr schönes Menü, ein ganz einfach gehaltenes, erinnert auch an 2011. Was, glaube ich, am interessantesten ist, ist der Klassiker-Modus und der gefällt mir auch ziemlich gut. Hier haben wir einfach nochmal die Möglichkeit, Zeitrennen zu fahren. Ja, Szenario-Modus, da kann man dann halt gegen jemanden fahren. Um den ersten Platz zu holen. Ja, da erzählt er schon. Da geht es dann darum, nutze die Gunst der Stunde und überhole die Ferrari-Fahrer, um Erster zu werden. Ja, da darf Ferrari halt nicht Erster werden und man selber fährt, glaube ich, Lotus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hol dir einen Podiumsplatz, so. Also man muss ihn quasi Missionen erfüllen, um das mal ganz auszudrücken. Wir wollen jetzt aber erstmal in den Grand Prix-Modus gehen. Neues Grand Prix starten, ja. Das machen wir mal und dann nehmen wir mal den Williams von den 80er Jahren und dann nehmen wir einen Prost, den guten Prost nehmen wir da. Schwierigkeitsgrad machen wir mal Mittel für mich. Ich bin jetzt nicht so fortgeschritten, sag ich mal. Was wollte ich noch machen? Wir nehmen am besten, ich weiß gar nicht, welche Strecke mir jetzt mehr lag. Ah, da sehen wir, das müsste Michael Schumacher sein, vom Gesicht her, in dem Ferrari, sieht mir nach einem 90er Jahre Formel 1 Wagen aus, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich werde euch übrigens einen Kanal in der Beschreibung verlinken, der wirklich sehr auf Rennspiele ausgelegt ist und der mir sehr gut gefällt. Und wenn ihr da gerne Rennspiele guckt, dann guckt doch bei dem vorbei, weil bei mir wird das leider nicht so stark vertreten sein in den nächsten Monaten und deshalb würde ich einfach sagen, wenn ihr gerne Rennspiele sehen wollt, der Kanal hat echt von mir mein Gütesiegel bekommen und da bin ich wirklich, da weiß ich, dass ihr da gut aufgehoben seid, wenn ihr da guckt und das Ganze heißt dann P1 TV bzw. P1 Gaming, der Kanal. So, und Knallgas jetzt. Oh. Okay. Ich habe eigentlich manuell eingestellt, aber auf einmal schaltet er doch automatisch. Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Was man hier schon mal sehr gut sieht, ist vor allen Dingen, dass ich nicht fahren kann. Und, was man hier noch so schön hat, achtet mal auf den Heckdiffusor bei den Autos, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man das dann noch so nennen kann bei diesen uralten Wagen. Achtet mal einfach aufs Schalten, genau, da kommen Flammen aus dem Auspuff. Wir werden sehen, mal so ein bisschen huckliger wird, dass hinten auch mal Funken fliegen können. Das ist alles richtig cool. Das Cockpit ist spontanisch. Das Ganze macht hier richtig Bock. Das ist einfach noch viel anspruchsvolleres Fahren als mit den aktuellen Formel 1 Wagen, auch wenn es nicht ganz so schnell ist. Aber hier, das ist einfach wirklich am Limit. Gerade bei so einem nicht ganz so talentierten Fahrer. Ich bin jetzt beim Vorgänger immer auf fortgeschritten oder Profi gefahren. Also alles andere als da der Experte für. Ich bin etwas besser als ein Amateur, würde ich mal sagen, aber halt nicht gerade fortgeschritten. Also macht schon richtig Bock, hier über den Ring zu pesen mit den Dingern. Aber ich werde jetzt nicht nur einfach ein paar saubere Runden fahren. Ich möchte euch eigentlich ein bisschen mehr das Spiel nahe bringen. Deshalb werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen die Außenperspektive zeigen. So. Boah. Aber man sieht einfach, dass das Ganze... Das ist einfach, ja genau, jetzt bin ich raus. Und dann sieht man übrigens auch, warte, der überholt uns. Schade. Nämlich, wenn wir jemanden überholen oder es halt einen kleinen Crash gibt, dann zeigen die Fahrer schon mal gerne den Stinkefinger und so aus dem Cockpit raus. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt so gut zeigen kann, aber auf jeden Fall geht das. Ah, und das Geile ist einfach, guck mal, der hat ja auch gar keine Schaltwippen, ist natürlich klar, der muss noch runtergreifen zum Schalten. Und das ist einfach geil. Ich weiß nicht, das macht mir verdammt viel Spaß, das sich anzugucken. Man hat auch irgendwie, es ist wirklich so ein viel puristischeres Fahren, das Feeling kommt wirklich gut rüber.
irgendwie sind die Autos generell ein bisschen aggressiver, ein bisschen instabiler, man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren als beim Vorgänger. Wir werden gleich auch nochmal in den, sag ich mal, Modus mit den aktuellen Fahrzeugen gehen. Da müsst ihr keine Angst haben, wir fahren jetzt hier nicht nur die alten Schleudern, auch wenn das extrem viel Bock macht und ich das jedem nur empfehlen kann, hier mal so ein paar Runden zu drehen. Ich wollte eigentlich auch gleich noch in eine Box gehen, auch wenn das bei 5 Runden nicht wirklich lohnt. Ich fahre jetzt hier auch gerade nicht nach Platzierung, sondern einfach nur, um euch ein bisschen das Spiel näher zu bringen. So, also wenn ihr da coole Fahrtechniken sehen wollt, dann müsst ihr da mal bei P1 TV reinsehen. Ich möchte hier auch einfach mal ein bisschen zeigen, wie das Spiel so ist. Und ich kann wirklich sagen, meiner Meinung nach lohnt es sich definitiv, gerade wenn ihr das nicht unbedingt bei Steam direkt holt oder im Laden, sondern mal ein bisschen nach Keyshops sucht, dann kriegt ihr das teilweise schon für knapp über 20 Euro. Und da ist es dann sowas von eine Kaufempfehlung von mir. Da achtet mal drauf, am Heckdiffusor, der setzt kurz auf und da fliegen richtig Funken. Das ist richtig cool gemacht. Und soweit ich weiß, zumindest nicht in der Intensität, war das definitiv nicht beim Vorgänger. Und die Strecken hier, sie sind wirklich irgendwie schön gemacht und haben so ein... Ja, schnapp ihn dir. Wir probieren's. Aber das ist wirklich... Ihr könnt hier einlenken, Vollgas geben und ihr merkt wirklich, dass der hinten die Reifen richtig runterradiert. Das ist wirklich richtig, richtig puristisches Fahren. Und es macht einfach richtig Bock mit den alten Teilen hier. Das ist einfach einer meiner Lieblings, Neuerungen am Spiel. Die Fahrphysik generell wurde ein bisschen verbessert, meiner Meinung nach. Also definitiv verändert, meiner Meinung nach verbessert. Und man kann hier einfach, ja, man kann schön heizen, gerade mit den alten hier. Wir haben jetzt schon fast 5 Runden runter. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch zu Ende fahren, das Rennen. Und boah, ich möchte hier den eigentlich nochmal gerne überholen. Aber das ist halt nicht immer ganz so einfach. Wir haben ja auch dieselbe Menüführung eigentlich wie beim Vorgänger mit Temperatur, dann Verschleiß und den Daten zum Fahrzeug, wie Spritmischung und. Da können wir dann mal auf Fett gehen, denke ich, in der vorletzten Runde. Das kann man ja mal machen, dass der Motor mal ein bisschen mehr Sprit kriegt und wir hier vernünftige Rundenzeiten fahren können. Der Schumacher haut hier eine 1 Minute 5er raus. Das ist mal wirklich... Was fahren wir? 1:10. Ja, die sind doch auch auf einem ganz anderen Level. Aber man muss auch einfach sagen, ich habe hier nicht viel gefahren. Ich bin auch kein Profi. Und ich habe wirklich viele Fehler gemacht bis jetzt. Was ich noch gerne zeigen wollte, genau, das war die Sicht. Okay, dafür fahren wir jetzt mal ganz langsam. Achtet mal auf das Geräusch. Man hört so kurz, wie die Reifen quietschen, wenn die durchdrehen. Ja. Da habt ihr schon die Durchsage gehört. Also das Spiel macht echt richtig bombastisch viel Spaß. Ich finde es auch wirklich deutlich besser als bei den Vorgängern. Gerade halt diesen Retro-Modus, sage ich mal. Das ist einfach, ja, die Hauptsache vom Spiel. Was das Spiel irgendwo maßgeblich ausmacht. Und einfach dieses... Der Motorensound ist übrigens auch meiner Meinung nach... cool, also man merkt ein bisschen, dass das sogar ein bisschen röhrt so unten raus und wenn man sich auch so das Heck ansieht, das sieht alles von den Details her auch sehr ordentlich aus, also sowohl grafisch als auch vom Sound her und so weiter, eine sehr, sehr gute Aufmachung vom Spiel her. Wir werden jetzt gleich nochmal in den modernen Modus gehen, sage ich mal, wenn wir die Ziellinie überquert haben, aber bis jetzt auf jeden Fall der Klassik-Modus alleine. Dafür lohnt es sich schon, das Spiel zu kaufen. Einfach weil die Dinger sich unglaublich... Die fahren sich eigentlich wie Karts. Also wenn ihr, weiß ich nicht, in anderen Spielen schon mal ein Kart gefahren seid, dann stellt euch das so ähnlich vor. Nur, dass ihr halt hier nochmal richtig Dampf unter der Haube habt. Und das ist geil. Also, beste Streckenzeit. 50, oh, eine 50er hier zu fahren, das ist heftig. Die kriege ich hier garantiert nicht hin. Ich werde jetzt aus dem Klassik-Modus erstmal rausgehen. Und ich denke, wir gehen Grand Prix, da fahren wir dann halt eine, hier Karriere. Da fahren wir dann Saisons und bei Grand Prix können wir einfach eine Meisterschaft fahren. Was nehmen wir denn da? Ah, die Getränkedose, weiß nicht. Nehmen wir mal einen Ferrari, damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und dann nehmen wir, ja, nehmen wir mal den
guten Massa. Verfolger nah ist eigentlich nicht so meins. Cockpit-Kamera, ich glaube, das kann man also für den Anfang, wir werden bestimmt mal durchwechseln, ganz gut nehmen. Und ich glaube, wir gucken uns direkt mal den starken Regen an. Das ist nämlich ansonsten, glaube ich, mal ganz interessant. Wartet. Monaco bei starkem Regen ist natürlich eine absolute Belastung, kann man, glaube ich, sagen. Die Bilder, denn die Ladescreens sind übrigens deutlich cooler geworden als früher. Man kann auch immer noch da unten durch die Anzeigen durchblättern. Top 5 Platzierung und, all diese Sachen. Wir sind hier wirklich im klatschnassen Monaco. Eher untypisch, obwohl doch Monaco, da haben wir in echt eigentlich häufiger auch mal Regen. Aber das hier ist schon relativ heftig. Es macht aber echt Bock. Also ja, Regenreifen, das macht schon Sinn. Dann würde ich auch sagen, ja, bei feuchter Strecke ideal für nasse Bedingungen. Ich glaube, ich gehe sogar ganz nach rechts. Ich möchte jetzt hier keine großartige Anpassung treffen, sondern einfach nur jetzt mal ein bisschen rausfahren, gucken, was so läuft und ja, euch zeigen, wie das Ganze hier im Regen aussieht. Übrigens, was schon mal eine deutliche Verbesserung ist, die Handschuhe sind jetzt nicht einfach nur einfarbig, sondern die haben wirklich Sticker. Und ich finde, der Sound hat sich auch irgendwo ein bisschen verbessert. Klar, bei Regen sah die Grafik schon immer ein bisschen schlechter aus, aber die Strecke, wenn man da so drauf achtet, da spiegelt sich jede Menge. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Wir haben ja auch wirklich Tropfen auf den Lack, nicht nur in den Spiegel und auf dem Bild an sich, sondern wirklich auch... So, jetzt mal einmal konzentrieren. Ah, da schiebt er. Durch den Regen. Für Runde habe ich eingestellt 5. Oh! Alter, das geht ja gar nicht hier. Hier steht ja das Wasser. Wir fahren ja hier durch den See. Und man sieht hier einfach gar nichts bei der Spraybildung. Das ist echt... Und da ist der Frontflügel ab. Das Schadensmodell hat sich übrigens nicht verbessert. Das ist eigentlich immer noch dasselbe. Mehr oder weniger, vielleicht ein paar mehr Details, wenn da mal was abfliegt. Aber es können immer nur Frontflügel und halt die Räder einen Platten bekommen, beziehungsweise bei einem Frontalcrash bei, ich weiß nicht, 300. Ey, Vettel, was machst du denn hier? Das geht doch auch nicht. Mensch. Also, wie ihr seht, ich bin kein guter Fahrer, aber die Aktion von Vettel war jetzt auch nicht so sauber. Muss man mal sagen. Hier haben wir es schön trocken. Im Tunnel mal einmal eine kurze Abwechslung von dem nassen Wetter draußen. Aber ich muss echt sagen, das Regen kam noch nie so gut rüber wie in diesem Teil. Wir haben wirklich schöne Effekte. Ihr habt das ja gerade schon mal gesehen, als alle hintereinander hergefahren sind im Start-Ziel-Bereich. Und da ist der Frontflügel ab, weil ich auf Standardmischung umschalten wollte. Da kann ich auch nur noch innen durch. Da wollte ich jetzt nicht mehr das Ding noch mehr abschießen. Jetzt könnte man natürlich gleich mal... wie gesagt, ich fahre jetzt hier nicht irgendwie... Möchte euch nicht zeigen, wie toll ich fahren kann, sondern euch das Spiel ein bisschen besser zeigen. Boah, voll in die Bremse. Und ich finde einfach, dass sich die Fahrphysik dahingehend verändert hat, dass sich das Ganze... Teilweise im Vorgänger war es so ein bisschen frontantriebmäßig. Also als hätte man hier einen Frontantrieb, aber gerade jetzt hier im Regen merkt man auch, dass hier wirklich kraftvoller Heckantrieb verbaut ist in so einem Formel-1-Wagen und irgendwie macht das schon mehr her. Also die Wagen werden deutlich instabiler, aggressiver und agiler und das gefällt mir irgendwie besser. Man sieht ja übrigens schön den Helm vom Massa, den wir ja spielen. Im Vordergrund sich bewegen. Das gefällt mir gut. Und da sieht man dann auch, wenn man drankommt, beziehungsweise jetzt sieht man hier auch wunderbar wieder die Spraybildung mit Funken und... Boah. Ja, habt ihr da auf die Hand geachtet? Wenn nicht, spult ihr bitte zurück. Das war nämlich jetzt extra provoziert. Man kann nämlich wirklich... also die können sich gegenseitig hier so Handzeichen geben, die Fahrer, aus dem Cockpit heraus und das ist verdammt geil. Also das finde ich echt... Schön gemacht, schöne Idee, schön umgesetzt. Das gefällt mir echt gut. Aber wir werden jetzt erstmal in die Box gehen, auch wenn wir eigentlich eine richtig schöne Platzierung haben und nach dem Boxenstopp
werden wir die nicht mehr haben. Aber ich möchte auch einfach auch mal die Boxengasse zeigen, beziehungsweise wie diese Animation jetzt aussieht. Auch etwas schöner, finde ich, als im Vorgänger. Man sieht schön, wie die Reifen gewechselt werden. Man hat die Uhr dazu. Klar, mit der neuen Nase dauert das Ganze auch mal 5,5 Sekunden. Das ist verständlich. Die Reifen kühlen jetzt erstmal aus. Aber da werden wir wohl mit leben müssen. Auf Position 22 kommen wir raus. Da haben wir uns gerade das Safety Car gesehen. Die Strecke ist nass. Das ist auch mal eine gute Info. Habt ihr da oben vielleicht gerade das Schild gesehen? Mit kalt sind sie dann, okay. Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen. Ach so. Wir sind rausgefallen und da war es aktiviert. Da hat wohl irgendeiner es nicht so ganz geblickt. Also das ist schon fast ein bisschen ein kleiner Bug, würde ich sagen. Aber insgesamt muss man echt sagen, es lohnt sich. Also der... Mein kleiner Test hierzu ist durchaus positiv aufgefallen. Ich habe jetzt für das Spiel 23 Euro bezahlt und die haben sich sowas von gelohnt. Und da ist der Frontflügel gleich schon wieder ab. Also ich hier im Regen ohne Übung einfach mal nur so. Ich werde jetzt mal was anderes machen, einfach um das mal zu probieren. Ob man hier vielleicht ein paar... Und da ist der Frontflügel ab, aber die Reifen nicht. Komisch. Ich wollte hier eigentlich mal zeigen, wie das aussieht, wenn man das Schadensmodell so bis auf maximale ausreizt. Aber da wollte das Schadensmodell dann doch nicht so ganz mitmachen. Es geht aber definitiv, das kann man echt. Eine 23er hier im Regen zu fahren, ist auch nicht so meins, aber lassen Sie den jungen Vettel mal. Der kann es ja, der kann es ja. Der ist ja noch ein junger Hüpper. So. Ich muss echt sagen, das Spiel macht mir verdammt viel Spaß und ich werde bestimmt auch noch das eine oder andere Video dazu auf meinem Kanal machen. Aber wenn ihr Rennspielfreunde seid und wirklich gute Rennspielunterhaltung wollt, dann schaut mal in die Beschreibung, denn da habe ich euch dann wirklich einen erstklassigen Rennspielkanal verlinkt. Und da werdet ihr dann bestimmt, ja, sehr zufrieden mit sein. Den gucke ich auch selber eigentlich jedes Video, weil ich mich halt selber sehr für Rennspiele und Motorsport halt interessiere, aber... Wie man sieht, kein wirklich großes Talent da drin bin. Uah. Also hier wird einfach nur überall angemackt, wo es geht. Gerade. Aber ich war generell kein Regenkünstler und dann noch in Monaco. Das ist schon eine relativ heftige Kombi, würde ich sagen. Ja. Aber auch hier mal so den Sound im Tunnel, das gefällt mir. Also... Kann man durchaus mal lassen. Hier hat man übrigens, sah man gerade ganz gut, gerade durch. Ich möchte den eigentlich jetzt gerne mal hier, ich möchte euch zeigen, wie das aussieht, wenn die Reifen kaputt gehen. Also wenn, ja, ja. Wir fahren ja hier gerade wieso nicht auf Zeitstrafen oder irgendwie. Haben wir vorne was, na, ein bisschen von der Nase ist abgebrochen. Man sieht übrigens jetzt sehr gut die Texturen von dem Wagen. Sind auch eigentlich ziemlich scharf geworden und nicht mehr ganz so matschig wie bei den Vorgängern. Ich werde das Video übrigens in 1440p hochladen, damit ihr auch die ganze Pracht hier seht. Was übrigens nicht schlechter bzw. besser geworden ist, ist übrigens die Performance. Also ich spiele hier auf bester Grafik mit 16-facher Kantenglättung und hast du nicht gesehen. Also wirklich Full House mit, was haben wir gerade? 80 FPS. 100 FPS, also hier gibt es echt gar keine Probleme und auch im Regen bei so einer anspruchsvollen Strecke ist das, ja, schon ganz bombig. Da kann man eigentlich sich nicht beschweren. Ich werde jetzt mal probieren, trotz keiner Nase mal zumindest einmal eine Runde zu fahren, wo man nicht permanent irgendwo andeutscht. Das wäre vielleicht mal noch was, was ich gerne zeigen würde. Aber wie gesagt, bei mir werdet ihr halt mehr so dieses Arcade-Gekruse mit Freunden sehen können, anstatt dieses wirklich, ja, teilweise wirklich realistische Fahren am Limit mit Top-Zeiten, Top-Fahrern auf Legende und hast du nicht gesehen. Gleich wird übrigens auch der Sprit leer sein. Minus eine Runde haben wir nämlich, obwohl es könnte sich sogar noch ein bisschen ausgehen bis zum Startziel. So. Hier ist auch ein ganz gefährlicher Sektor. Hier kann man sich gerade im Regen ganz schnell mal drehen. Habt ihr ja auch schon bei mir zu Genüge gesehen. Ah.
es macht echt Spaß. Also ich kann es euch echt nur ans Herz legen, wenn ihr Formel 1 Fans seid oder auch nicht und einfach mal ein gutes Rennspiel wollt, holt euch den 2013er Formel 1. Da kann man sich eigentlich, da kann man sich gar nicht drüber. Nee. Jetzt genießen wir hier auch mal die letzten Sekunden nochmal in Cockpit-Perspektive. Da können wir auch den Schulterblick machen. Um also den Sound ein bisschen. Ich beschleunige nochmal hoch. Klar, ein bisschen hat man gemerkt, dass die Hinterreifen durchdrehen. Aber ja, mir hat es auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln, obwohl mein Fahrtalent jetzt nicht so groß ist. Auf jeden Fall konntet ihr ein paar Ausschnitte vom Spiel sehen und mir hat es auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr jemanden möchtet, der das wirklich kann, dann schaut mal in die Videobeschreibung.